Hallo, mein Name ist Tobias, ich lebe seit 4 Jahren in meinem selbstgebauten Camper und heute bin ich krank geworden. Ja, mir geht's ultra beschissen. Wir beide kamen hier auf die Idee, in Altafulla in Spanien eine Hausbesetzer-Kommune zu bilden. Dazu habe ich einmal in einem Rohbau übernachtet, alles in den letzten 2 Videos. Und jetzt geht's mir richtig scheiße. Ja, wir sind jetzt auf dem Weg zum Kumpel, der die ganze Kommune dann weiterführen wird. Wir verabschieden uns nur von ihm. Aber wie Lana schon erwähnt hat, fahren wir zu so einer Naturtherme zwischen den Bergen, wo ich mich dann komplett auskurieren kann. Hoffentlich. And now I'm sick. I slept there. The wind and the cold ground. Nice, thanks for everything, man. Ab zur Therme. Bisschen wie im Wilden Westen hier, ne? Hier haben wir einen ausrangierten Bahnhof. Drumherum sind überall nur Ruinen. Und wir sind hier einfach nur komplett in der Pampa. Hier führten mal die Gleisen entlang. Die führen auch tatsächlich zu der Therme, zu der wir morgen hingehen. Seht ihr den Tunnel da hinten? Das würde mich eigentlich total krass motivieren, aber ich bin einfach nur im Arsch. Autofahren ist auch so ätzend, wenn man krank... Ach, alles ist ätzend, wenn man krank ist. Die Sonne geht gleich unter. Ich leg mich hin. Yeah, die Lana hat was zu essen gemacht. Die Lana hat was zu essen gemacht. Oh, das wird gut kommen. Das wird richtig gut sein. Ich merke mir, wie dieses Zeug... Was ist das? Ein Eintopf, ne? Ich merke mir, wie das in sämtliche Venen reingeht. Ich bin am Schwitzen wie so ein Irren. Morgen bin ich gesund. Ja. Ha! Ja, gucken wir mal nach, was ich für so Medizin dabei habe. Corona-Tests. Brauche ich nicht machen, ne? Denke ich nicht. Was ist das denn hier? Augensalbe, ja. Pflaster. Augensalbe brauche ich auf jeden Fall. Ne? Und Ibuprofen, ja. Soll eigentlich auch was bringen, ne? Ja. Die soll die Temperatur heben. Ohrstöpsel, beste. Zeckenzange. Davon habe ich 3 Stück oder so. Ich glaube, du musst Ohrenstöpsel reinstecken, dann Augensalbe in die Augen schmieren und... Augensalbe in die Nase, das ist der ja, Trick. Stimmt, sorry. Genau, und dann sprühst du dir das da in den Hals. Das in den Hals, ja. Wässriges Wund- und Schleimhaut-Antiseptikum. Ja. Ich habe echt nichts, was mir einfach nur bei fucking Fieber... Was ist das denn? Oh, in Spanien gibt es Medizin super günstig und die verkaufen die euch einfach so ohne Rezept. Das ist mega geil. Ihr könnt euch voll eindecken. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht irgendwas Illegales erzählt. So, das hier. Hier, das kann ich mir noch reinpfeifen. Mundhöhle. So ein Google-Zeug, so ein mildes. Ja, doch, das ist echt super. Eukalyptus vor allem. Ja, das baller ich mir da rein. Und dann morgen in die Therme. Dann bin ich wie neu geboren. Aus der Therme komme ich dann wie so ein kleines, süßes Baby raus. Oh. Ich habe Fieber. Ich bin blödköpfig. Das trinke ich einfach so, ne? Warte, wie diese Influencer so. Ja, das wird gut. Fühlst du dich gesund? Ja. Hast du noch nicht aufgemacht da vorne? Nein. Ja, okay, super. Weil eigentlich ist das schon seit 2 Jahren abgelaufen. Ja, echt? Ja, das schreiben sie da nur drauf, damit sie immer wieder was verkaufen können. Nein, das ist aus versicherungstechnischen Gründen auch und so, aber eigentlich... Wie viel denn verdünnen? Das steht gar nicht drauf. Da ist Alkohol drin! Ja. Das ist irgend so ein Zeug, was du da... Was meine Mutter mir mitgegeben hat. Meine Mutter weiß, wie behindert ich bin, was ich da für einen Scheiß mitbaue. Hallo Mama. Und die gibt mir kein gefährliches Zeus. Wie viel Tropfen? 100, ne? Wie viel? 200. 200. Minus 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11. 12. Boah. Oh ja, das kenne ich sogar noch. Ja, lass mir das. Jetzt müssen da mehr Tropfen rein. Nein. Und jetzt trinken? Googeln. Und dann zu schlucken. Auf gar keinen Fall.
Muss ich den ganzen Becher hier weggurgeln? Bist schon verzweifelt. Kein Bock mehr. Ätzt ja schon irgendwie ein bisschen, ne? Ja. Ja, verhaare so. Ja, das ätherische Öl, die sind übelst stark. Was sind ätherische Öle? Ich kenne nur Motoröl und Blumenöl. Das ist einfach so das Extrakt aus den jeweiligen Pflanzen. Also du hast halt zum Beispiel hier Eukalyptusöl. Das heißt, aus Eukalyptusöl wird dann das Öl extrahiert, aber das ist hochkonzentriert. Erzähl weiter, ich höre dir zu. Ich weiß nicht, warum du mit mir abhängst. Ich verstehe das nicht. Weißt du, was ich für Kommentare bekommen habe? Ich soll mir irgendwie so Mineralien essen und so oder irgendwie so Chlordioxid oder so saufen, um gesund zu bleiben, ja, also und so ein Scheiß. Also glaub mir, falsche Informationen bei ätherischen Ölen, da bist du noch ein Anfänger drin. Das geht auch viel schlimmer. Also du kannst dir das nicht, willst du ja nicht auf die Brust schmieren oder sowas? Dann kannst du das atmen. Nein, das ist zu intensiv. Wenn das mit Vaseline so als Salbe wäre, das auch gut, aber das ist zu krass. Das ist zu krass, um sich. Das ist zu viel. Das hat das schon mal Tigerbalm auf der Brust? Ja, ja, klar. Das ist krass, das ist nichts dagegen. Doch, pur auf jeden Fall. Ja, echt? Ja. Ah ja, ich hab's ja verdünnt eben. Ja, genau. Also mit Vaseline oder so, dann denke ich, könnte man ein paar Tröpfchen machen und dann könnte man sich. Auf Tigerbalm hätte ich Bock. Boah, das ist auch geil. Das ist fährst du morgen schön. Und holst mir Tigerbalm? Ja, ich bin so krank. Ich muss hier im Bett liegen und. Ich weiß nicht, ob wir das hier haben, aber wir können gern gucken. Du musst gucken. Aber ich muss hier im Bett liegen und Pirates of Caribbean gucken den ganzen Tag. Komm, wir gehen pennen. Also ich gehe pennen. Ich muss unbedingt pennen. Ja. Freut mich, dass ich überhaupt noch irgendwas gefunden habe, was ich benutzen kann. Ja, das ist den ganzen Müll hier. Ich war seit 4 Jahren diesen Beutel mit mir herum und habe den noch nie benutzt. Scheiße, Alter. Dieses Fenster, ne? Ich habe so ein Glück mit diesem Fenster immer. Fuck, Alter. Ja, guten Morgen, ey. Ich habe meine Tür öffnen wollen und habe sie voll dagegen. Oh, hier ist dein Lack auch angekratzt. Das müssen wir lackieren auf jeden Fall. So ein Scheiß, ey. So ein Fuck, ey. Ja, das Doofe ist nur, wo krieg ich so ein Fenster? Ja, hier. Die Scheibe selber kostet 60 Euro oder sowas. Für 10 Euro noch so ein Kleber. Dann kann ich das machen. Habe ich ja, wie gesagt, schon mal gemacht, ne? Enjoy. Das macht echt Bock. Ja, mir geht's immer noch beschissen. Ich habe heute Morgen so einen dicken Hals gehabt. Ich werde jetzt mein Fenster zukleben und dann geht's zur Therme. Also schön ist anders, aber ist mir egal. Ich mache einfach nur, mir ist viel zu heiß. Was auch übrigens der Grund ist, warum ich die Tür so aufgerissen habe. Wir werden uns jetzt darüber stellen hinter dem Gebäude. Ich klebe das eben noch ein bisschen zu hier. Aber ja, ich meine, mich wundert das nicht, dass ich hier eine Scheibe zerdeppert habe. Sowas passiert mir irgendwie ständig. So, wunderschön. Als wäre nie was passiert. Okay. Los geht's. Ab zur heilenden Therme. Danach werde ich gesund sein. Wir müssen nur diesen ehemaligen Gleisen für 2,5 Kilometer folgen. Und dann sind wir da. Boah, hier sind mal die Züge durchgefahren. Boah, das kann man sich richtig vorstellen, ey. Hola. Ist schon eigenartig, ne? Ja, mega cool. Ja, die riesigen Züge durchgefahren sind, kann man sich richtig vorstellen, ne? Jetzt geht das Licht wieder an. Alter, war das eerie. Das Licht ist einfach so ausgegangen. Boah. Alter, was ist denn das für ein Weg? Surreal, aber wir sind einfach in einem Videogame, ich sag's dir. Was ist denn hier los? Boah, hier geht's ja voll ab. Warte mal, träum ich gerade? Das war wie bei Chihiros Reise im Zauberland. Ja. Vielleicht lösen wir es gleich noch auf.
Lana musste sich abkühlen. Und jetzt ist hier wieder totale Ruhe eingekehrt. Guck mal, hier gibt es immer wieder so Mini-Höhlen. Hier kann man sich hinsetzen. Willkommen in unserem neuen Zuhause. Schön, ne? Hab ich eben gebuddelt. Hier ist ein Sitzplatz. Ich hab's irgendwie so Watte im Gesicht. Du auch? Ich denke, für mich ist der ganze Weg so komisch, weil... Vielleicht, weil ich weiß nicht, was der Körper sagt, weißt du? Mhm. Vielleicht auch wegen Fieber oder so. Und den ganzen Weg über ist hier kein Internet. Immer noch nicht. Kein einziges kleinstes Signal. Alter, das ist mal runtergestürzt. Junge, ey. Spricht ja nicht für die Architekten hier, ne? Hier sind überall so Planen und sowas, ne? Hier ist ganz viel abgedeckt immer wieder. Buenas. Ist das die Thermen? Könnte sein, ne? Ultra geiler Flug auf jeden Fall. Ja, aber wir müssen da durch einen Tunnel noch durch. Mhm. Aber das ist ja die Ankündigung der Therme. Boah, krass, ne? Das war ultra. Ey, aber was für ein Trip. Ja, immer. Wahnsinn. Das war Total nach Total. Sehr einzigartig jetzt. Oh. Ja, und das ist sie, die Therme. Offensichtlich eine natürliche Therme. Wasser ist echt irgendwie ziemlich trüb, aber Lana sagte, die Mineralien alleine schon sollen helfen, um gesund werden. Und warst du drin? Nee, nicht ganz. Ich glaube, Lana hat keinen Bock mehr auf mich, weil es mir so scheiße geht. Ich habe auch keinen Bock, in so ein scheiß dreckiges Wasser zu springen. Also, wenn man den Weg weitergeht, dann kommt man zwischen Felsen her. Da unten ist ein riesen Brocken, der abgefallen ist. Man kommt da irgendwo in die Natur hin. Ich wüsste nicht, wo es hier so eine schöne, warme Therme gibt. Irgendwie, glaube ich, war das ein Fehler, hier hinzukommen. Ich hätte echt eher im Van sitzen bleiben sollen. Mich auskurieren sollen. Ja, irgendwie wird das nichts, ne? Ich meine, wenn die Sonne dort wäre, das wäre dann cool. Aber ansonsten, dann scheint sie hier den kompletten Fluss entlang und dann wird das Wasser auch hier komplett heiß, ne? Ja. Ach, kaltes, trübes Wetter. Boah, es ist schön. Das ist richtig schön. Naja. Hat sich ja gelohnt, der Weg. So, das war eine scheiß Idee. Ich nehme das Kranksein jetzt mal ernst und lege mich ins Bett. Ich wäre auch total im Arsch. Und trinke dabei ganz viel Wasser. Heute Abend gibt es noch was zu essen, aber erstmal. Hab auch überlegt, mir eine Ibuprofen reinzupfeifen, aber da warte ich lieber auf morgen. Hier ist mein Fensterchen. Wie man sieht, löst sich hier alles. Ist, glaube ich, für viele Leute sehr komisch, an so einem kaputten Loch zu pennen. Aber mir ist das so egal. Wir sind hier eh in der Pampa. So, da bin ich mal gespannt, wie es mir morgen geht. Es könnte sein, dass es mir richtig gut geht. Es könnte sein, dass es mir richtig schlecht geht. Falls ich überhaupt durchpennen kann, okay, meine Schokohäuschen, gute Nacht. Oh, heute mal vorsichtig aufmachen. Ja, ist das echt einfach nur ein Stück Pappe. Guck mal, wie alles komplett im Arsch ist. Der Kleber löst sich. Ich habe auch echt scheiße gepennt. Mir geht's definitiv schlechter als gestern. Heute ist Ruhetag. Angesagt. Wir werden auf jeden Fall nochmal weiterfahren, aber ich werde auf keinen Fall irgendwie irgendwas machen heute. So, wir haben uns hier vorne eingenistet. Das ist ein Restaurant, das nicht geöffnet hat. Derzeit. Und ich mache mir erstmal hier Tee. Weil ich kann auch irgendwie nicht die ganze Zeit im Van sitzen bleiben. Das ist so erdrückend. Und da es hier draußen eh total heiß ist, wird es wohl nicht so schlimm sein, wenn ich mich ein bisschen hier aufhalte. Bevor es dann weiter zum nächsten Stellplatz geht, wir fahren auf jeden Fall etwas zurück zur Zivilisation. Direkt am Meer haben wir eine Stelle gefunden, wo es auch Schatten gibt, wo es dann nicht tagsüber zu heiß ist, wenn man im Auto sitzt, damit das Kranksein so angenehm wie möglich gestaltet wird. Okay, da haben wir es. Endlich mal ein bisschen Ruhe haben hier. Oh ja, das sieht doch gut aus. So, ich werde mir jetzt noch so ein Teechen kochen, mich dann direkt ins Bett legen. Ich habe das noch nicht mal weggeräumt. Ich habe einfach viel zu wenig Kraft für irgendetwas. Ich bin wirklich komplett im Arsch. Wie ich sehe, hat sich die Abdeckung hier komplett gelöst. Das hat während der Fahrt voll laut geflattert. Aber das ist mir jetzt sowas von Wurst. Ich leg mich hin, weil die Fahrt war echt anstrengend.
Ich hasse ja Autofahren, aber krank Autofahren ist mal besonders ätzend. Oh ja, die Tür noch ein Stück weit auf. Oh, hier ist noch ein Glassplitterchen. Aber ich muss so grundsätzlich sagen, dass ich das Kranksein in einem Van viel, viel besser finde als zu Hause. Man kann sich ja aufhalten, wo man will. Man ist ja bereits im Auto, man kann ja ganz schnell ins Krankenhaus fahren, wenn man will. Das Doofe ist nur die Ablenkung. Hier habe ich einen Strand direkt um die Ecke und da vergisst man schnell, dass man eigentlich krank ist. Weil ich würde da am liebsten direkt hingehen, direkt hier hinter der Düne. Aber nein, Tobi, du bist krank, du bist krank, du bist krank. Ja. Das bedeutet, ich schmeiß mal hier alle Lüftungen an, die ganzen Ventilatoren hier, damit ich auch schön immer frische Luft bekomme. Und ich versuche mal ein kleines Nickerchen zu machen. Ich glaube, Lana ist gekommen. Oh, wie schön kühl es wird abends, ne? Ja, spazieren wir eine Runde. Das wird gut sein. Kommen wir da zu dem Spalt. Bist du auch die ganze Zeit so leicht am Schwitzen? Ja, Luftfeuchtigkeit ist gut. Okay, gut. Ich habe vorhin ein bisschen gepennt. Geht mir eigentlich besser jetzt. Aber ich bin mir noch nicht sicher. Ich muss das mit morgen früh vergleichen. Ne? Ja. Heute haben wir ja quasi nichts gemacht, außer Autofahren. Ja, das war so der erste Schontag. Das war der erste Schontag. Wie gestern, als wir aus dem Tunnel rauskamen. Ne? Ja. Plötzlich war totale Stille. Stimmt. Dann war es wieder laut. Echt geil. Aber ich hätte ja gedacht, dass Spanien jetzt total langweilig wird. Ne, bis Portugal durch. Das ist also nichts mehr passiert, aber die Landschaft ändert sich so krass. Boah. Ja, ne? Aber ohne Scheiß, das habe ich vorhin schon gesagt. Mein Vanlife krank sein ist scheiße. Weil man lässt sich so leicht ablenken, weißt du? Ich will jetzt hier einfach ewig weiter den Weg weiterlaufen. Deswegen lass uns umdrehen. Lass uns nach da vorne gucken und dann drehen wir um. Ich könnte jetzt hier wieder 20 Kilometer laufen. Ich wollte es gerade sagen. Ja, heute Ruhe. Morgen früh gucke ich mal, wie es mir geht. Und dann hauen wir ab. Merkst du, wie die hier hinter uns ruhig werden? Und jetzt kommt es ein Deutscher. Oder? Ja, auch mit den Bergen da hinten und alles, ne? Echt Wahnsinn. Ja, komm, lass schnell zurückgehen, ansonsten laufen wir noch ewig weiter. Gerne. Ja, ist so. Ja, man kann ja echt easy in diese Stadt da laufen auch, ne? Nein, ich bin krank. Mir ist heute auch gar nicht nach einer warmen Suppe oder sowas. Ich will direkt ins Bett. Ich habe die Pappe vom Rückfenster abgemacht. Hier hinter ist Lana. Ich versuche, die mal zu erschrecken. Willst du Tee haben? Tee. Ja oder nein? Ja, heute geht's mir eindeutig besser, aber man sagt ja, 3 Tage kommt es, 3 Tage bleibt es, 3 Tage geht es. Also werde ich heute auch noch etwas ruhiger bleiben. Ich muss heute auf jeden Fall eine Menge aufräumen. Ich habe die letzten Tage einfach gar nichts gemacht. Und auch mal diese Scheibe hier vernünftig machen, dass die sich während der Fahrt mal vielleicht nicht löst. Ich war einfach viel zu schlapp die letzten Tage. Oh ja, ich kann auch die ganze Karre einfach mal komplett abputzen. Aber als allererstes kommt dieser verdammte Bart hier ab. Oh, ist einfach das Beste. Ich lebe wieder. Ich lebe wieder. Guckt euch das an, ey. Ist das hässlich oder ist das hässlich? Macht Spaß. Ja, kaputt machen macht immer Spaß. Bam. Kannst du mal da oben gegenhauen? Ja. Yeah. Penner Technologies. Oh.
Yeah! So, Hauptsache, da kommt kein Regen rein. Das flattert mir während der Fahrt nicht ab und man kann hier nicht allzu leicht einbrechen. Immer diese kleinen Reparaturen unterwegs. Übrigens vielen Dank an Thomas Köln. Ich habe gestern eine 10-Euro-Spende von ihm bekommen. Die geht direkt in die Scheibe hinein. Boah, hatte ich bereits eine 20-Euro-Spende von Holger Jakobs bekommen. Dankeschön an der Stelle. Tut mir leid, dass ich mich erst so spät melde. Ich habe von diesem ganzen YouTube-Kram eigentlich noch keine Ahnung. Dieses Geld ist quasi direkt in die Reparatur des Reifens reingegangen, als wir aus Andorra nach Spanien rübergefahren sind. Da habe ich mir so einen Nagel reingesemmelt. Holger Jakobs, ich liebe deine Kommentare. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, ich kann für euch weiterhin noch interessante Videos machen. Oh, meine Mäuschen, ein produktiver Tag. Ich habe das Gefühl, die ganze Energie der letzten 3 Tage kommt jetzt raus und ich will alles Mögliche erledigen. Ich will mich trotzdem noch schonen, weil sicherlich schwirbeln da noch die Viren oder was auch immer in mir rum. Wir gehen jetzt ins nächste Dörfchen, das ist einige Kilometer entfernt, um einfach mal die Energie loszupowern. Sollen wir den normalen Weg gehen oder gehen wir durch den verrückten Tunnel und den verrückten... Na, natürlich... Du Glückliche. Das ist der evolutionäre Vorteil. Klein sein. Jetzt wird's eng. Oh, ja, tat weh. Immer wieder schön, ey. Das sieht auch echt geil aus. Große Tobi sind hier nicht erlaubt. Boah, guck dir den Ausgang an auch, ne? Hier. Ja, und hier sind wir an der Küste. Die ist echt schön. Aber leider kann man hier nicht schwimmen gehen, ne? Ich habe da geguckt, da sind überall Steine da unten und sobald man da reintritt, rutscht man weg. Ey, warte mal, das ist doch so ein Bambusstock hier, ne? Die sind doch mega stabil, oder nicht? Oh. Warte mal, geh mal weg. Ich versuche den mal kaputt zu machen. Ich will mal wissen, wie stabil der ist. Boah, ja, okay, ein bisschen. Oh, sehr, ja, ne, sehr, sehr komisches Material. Hier um die Ecke sind voll die Designerhäuser. Hier ist so ein mittelmäßiger Strand. Und die Leute machen hier Fotos, wo ich mir so denke, Alter, an so einem Strand, da gehe ich noch nicht mal hin. Aber das ist so, die haben, ne, 2 Wochen Urlaub, haben das gebucht und müssen jetzt hier Fotos machen. Ja, und es schön aussehen lassen. Ich nehme alles zurück. Das ist echt ein geiler Strand. Warum hatten die Frau da Fotos gemacht? Ja, morgen gehen wir hier schwimmen. Morgen bin ich auch gesund genug. Habe ich gerade beschlossen, morgen bin ich gesund genug. Sobald man dann ein bisschen in den Wald reingeht, von der Küste weg, wird das so ruhig. Hammer, ne? Ja, hier stoßen wir wieder auf diese 2 gigantischen Felswände. Das waren auf jeden Fall Gleisen, die einfach dann die komplette Küste entlang führen. Das sind immer wieder so Spuren von Gleis... Ja, Gleisspuren. Aber es ist heftig, ne? Was die Industrie hier so hingeballert hat. Die Zugfahrer hatten aber echt eine krasse Aussicht. Und guck mal, da hinten kommt der Oberspalt. Oh shit. Ach ne, da ist ein Tunnel. Natürlich ein Tunnel, ey. Hatten wir lange nicht mehr. Also das sieht ja alles sehr episch aus und so, ne? Aber ich glaube nicht, dass wir noch auf dem richtigen Weg sind. Das sieht so heftig aus, als würden wir in so eine dicke Schokolade reinlaufen. Okay, das sieht richtig aus. Aber das ist echt so eine Touri-Ecke, ne? Aber sowas von Touri. Ich dachte, das ist so eine mystical landscape nach diesem Tunnel. Und stattdessen, bam, consume. Bam, Alter, ja. Das ist echt verrückt, als wäre man in so einer Blase eingetaucht. Hier ist einfach nur ein Hotel nach dem anderen und ja, wir wollen ehrlich gesagt nur noch schnellstens zurück. Das ist jetzt wieder erschöpfend irgendwie auf einem anderen Level. Ich habe jetzt keinen Bock hier viel rumzulaufen, das würde mich komplett kaputt machen. Gehen wir noch hier ein bisschen durch die Stadt, gucken, ob sich, weil wir waren jetzt hier also direkt an der Küste, das ist natürlich übel. Hier lebt kein Mensch. Ja. Hier lebt keiner, ja, stimmt. Das sind einfach nur Hotels. Ja, und die Innenstadt ist wie erwartet vollgekleistert mit Hotels. Ich glaube tatsächlich, dass das Leben, wie du sagst, auf der anderen Seite des Hügels stattfindet und hier einfach nur so eine Kunstwelt erschaffen wurde. Also was für ein kleiner Horrortrip in so ein Touri-Ding, so eine Touri-Falle reinzulaufen.
Morgen gehe ich nochmal in die andere Stadt. Mal gucken. Bist du morgen dabei? Morgen früh oder vormittags wollte ich dann los? Okay. Und ja, ich fühle mich jetzt eigentlich echt total gesund, muss ich sagen. Ich habe auch keinen Kratzen mehr im Hals und so. 8 Stunden später. Ja, aber ich will gerne noch mal gucken, wie es morgen so ist. Wie gesagt, 3 Tage kommt's, 3 Tage bleibt's, 3 Tage geht's. Das heißt, ich bin auf morgen gespannt. Okay, wir haben im Tunnel einen Knopf. Was macht dieser Knopf? Soll ich den drücken? Scheiße, ich trau mich gar nicht. Okay, ich drück ihn. Boah, scheiße. Verarscht. Oh moin, 5. Tag des Krankseins. Kranksein, ich fühle mich megamäßig. Ich könnte Bäume aus dem Boden reißen. Wir gehen jetzt mal zur nächsten Stadt auf der anderen Seite. Das ist die Stelle, wo wir vor 2 Tagen bereits waren. Gestern waren wir nach der Wanderung ziemlich im Eimer. Und dann wollen wir mal gucken, wie es heute so ist. Ich glaube, da steht mir nichts im Wege. Ich könnte echt gefühlt 100 Kilometer laufen. Ich fühle mich megamäßig gut. Die ganze Energie, die sich in den letzten 5 Tagen angestaut hat, kommt jetzt einfach so raus. Das ist mega. Oh, da sind die Hotelgebäude. Ich habe sie schon vermisst. Aber ich glaube, das wird nicht so schlimm sein wie die andere Stadt. Jawohl, das habe ich mir erhofft. Richtig schön local alles hier. Hier zugegitterten Buden, lokale Cafés und so. Das ist geil. So leben die Spanier hier. Hier, Pharmazia. Das ist so eine, wie nennt man das, Apotheke. Das ist so eine Apotheke. Und hier gibt es die Sachen mega günstig. Und wie gesagt auch Sachen, die man in Deutschland eigentlich gar nicht ohne Rezept bekommt. Würde es schlimmer werden, dann würde ich hier was kaufen, aber ja. Tigerballen. Sollen wir fragen? Para la nariz, ¿no? Para abrir las personas. I have another one. Yes. Weil Tigerbalm gibt es in Deutschland ja nur mit Rezept, ne? Nein. Ah, okay. 50 Gramm, 941. Okay, aber brauchst du nicht. Nö, brauchen wir nicht. Thank you. Hast du diese leichte Enttäuschung in seinen Augen gesehen? Oh, der hat so gezwinkert, so 2 Mal. So, dann vergleichen wir mal den Preis. Wenn es nicht günstiger ist, dann schneide ich es einfach raus. Ja, teurer. Also aber nicht allzu günstiger, ne? Ich weiß nicht, wie es in Spanien mit der Krankenkasse ist, aber ich kann mir vorstellen, dass in Deutschland Sachen auch teurer sind, weil die wissen, dass die Krankenkasse in Deutschland auch einen Teil davon übernimmt. Kann auch sein, ne? Alles wilde Theorien. Da kennen sich unter euch bestimmt einige besser aus als wir. Geil, ne? Ein Video, wo wir sagen, ja, ihr wisst das eh besser, deswegen keine Ahnung, was ich hier laber. Die Stadt war echt angenehm, ne? Also die Leute wirkten sehr nett und so, alles super. Ich fühle mich toll. Siesta ist jetzt fast vorbei, also 16 Uhr ungefähr haben wir. Ich würde wirklich sagen, ich bin gesund. Gehen wir schwimmen? Gehen wir schwimmen. Danke für deinen Beitrag. Ist schon echt außergewöhnlich schön hier. Muss man ja immer wieder sagen. So, und als großen Test werden wir jetzt noch schwimmen gehen. Und dann gucken wir mal morgen, wie das ausschaut. Ich bin mir sicher, dass ich gesund sein werde, aber weil das Vanlife-Kranksein war so entspannt. Aber das war ja jetzt für mich auch das erste Mal. Das heißt, wir müssen testen, testen, testen. So, und wir gehen an den schönen Strand, den wir gestern gesehen haben. So, das heißt, wir werden uns hier so richtig schön kaputt schwimmen jetzt. So, fertig, einmal ausgetobt. Lana hat einmal so richtig viel Salzwasser geschluckt.
ist eine Welle so in die Schnauze geknallt. Der letzte Gesundheitstest läuft. Dann werde ich jetzt noch ein bisschen arbeiten. Wir kochen noch etwas, genießen den Abend und dann sehen wir uns morgen. Schwimmsachen hängen. Was macht man zum gesund bleiben? Pommes essen. Selbstgemachte Pommes. Hast du irgendwelche Spezialzutaten oder so? Nö, das ist Lebanese Style. Libanesen Style. Ja, Lebanese Style Pommes Making. Boah, Alter, du tunkst das da ja richtig rein. Ja, das muss frittieren, ne? Ach, du frittierst die Pommes tatsächlich. Ja. Ich dachte, du machst die einfach so in ein bisschen Öl, in einer Pfanne heiß. Mit dem Style. Das hört sich lecker an. Mhm. Und das kann dann irgendwann brennen, das Öl? Also wenn du nichts da drin hast, dann ja. Weil so, wenn man nichts drin hat? Ja, weil so frisst sich das ja in die Materie, die du da reingeschmissen hast. Aber sonst... Ach, ist das so? Heiß wird. Das frisst sich jetzt in die Kartoffeln hier rein? Ja. Deswegen brennt es auch nicht. Sieht das schon gut aus? Ja, so wie die hier, da bist du ein bisschen länger. Schade. Man kann die ganzen Vitamine sehen, die da rauskommen. sehr gesundes Essen. Wie lange war das jetzt? 10, 15 Minuten, ne? Ja. Und so sind sie gut? Die sehen schon geil aus. Es riecht aber richtig nach Friteuse jetzt hier. Mhm. Sieht auch sehr, sehr lecker aus. Ich will das erstmal ohne Zitrone probieren. Ja. Dann mache ich die wahrscheinlich voll mit Zitrone. Die ist geklaut, die Zitrone, oder? Ja. Geil. Schmeckt am besten. Vielen. Von irgendeinem Garten, von einem alten Mann oder sowas? Nein, das war tatsächlich so eine Riesenfarm. Also ich bin mir ziemlich sicher. Riesenfarm, ja. Das war so groß, das war locker für Supermärkte und so. Dann auf die Gesundheit. Niam! Schaut mal. Ein kleines Spinski. Hallo. So, sechster Tag des Krankseins, was gelogen ist, weil ich fühle mich gar nicht mehr krank. Stellt sich heraus, krank im Van sein ist gar nicht mal so schlimm. Klar, es nervt, so wie krank sein immer nervt, aber man kann ja hinfahren, wo man will, man kann zur warmen Gegend fahren, man kann auch zur kalten Gegend fahren, man kann sich sofort ärztlich versorgen, man kann sich Medikamente holen, man sitzt eh schon im Auto. Also für mich das erste Mal krank sein war ziemlich aufschlussreich und sehr interessant und ja, ich würde sagen, jetzt geht der normale Terror weiter. Wir fahren jetzt runter Richtung Valencia und weiter die Küste Richtung Portugal. Das nächste Video kommt dann nächste Woche. Vielen Dank fürs Zusehen. Schreibt mir gerne einen Kommentar und wir sehen uns unterwegs.